Viele Leute fragen sich zurzeit, wie man sich eigentlich am besten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen kann. Vor allem eine Frage taucht dabei immer wieder auf: Seife oder Desinfektionsmittel? Was hilft eigentlich besser? Gründliches Händewaschen mit Seife inaktiviert Coronaviren praktisch komplett. Die meisten behüllten Viren, zu denen auch die Coronaviren zählen, bestehen aus drei Bestandteilen: Erbinformationen, Eiweißen und Fetten. Im Innersten befindet sich das genetische Material, beim Coronavirus die sogenannte RNA, die Informationen für den Aufbau des Virus trägt. Dann gibt es noch verschiedene Proteine, die für die Funktion des Virus wichtig sind, damit es sich zum Beispiel in unseren Zellen vermehren kann. Das Ganze wird dann noch durch eine Schicht aus Lipiden, also Fetten, umhüllt, die einerseits das wichtige Innere schützen und andererseits auch eine wichtige Rolle beim Andocken an unsere Zellen spielen. Das Coronavirus wird hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen übertragen, also beim Sprechen, Anhusten, Anniesen. Ebenso möglich ist aber auch eine Übertragung durch Schmierinfektionen, wenn ihr zum Beispiel an die Türklinke fasst, die vorher ein anderer Infizierter berührt hat. Man geht momentan davon aus, dass das Coronavirus auf Oberflächen einige Stunden bis Tage überleben kann. Um das Coronavirus jetzt kaputt zu kriegen, reicht einfaches Wasser in der Regel nicht aus. Denn das Virus klebt ziemlich fest an unseren Händen und lässt sich da gar nicht so leicht entfernen. Deswegen brauchen wir Seife. Seife ist ein sogenanntes Tensid und besteht vereinfacht gesagt aus zwei Bestandteilen: einem wasserliebenden, hydrophilen, und einem fettliebenden, lipophilen Anteil. Im Wasser bilden sie eine ganz lustige Struktur. Die wasserliebenden Molekülköpfchen richten sich zum Wasser hin, die fettliebenden Molekülschwänze dagegen richten sich nach innen und sammeln dort beim Waschen gelösten Schmutz. Diese Kugel nennt man in der Fachsprache auch Micelle. Seifen sind deswegen so gut zum Waschen geeignet, weil sie die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Und dadurch kann es deutlich einfacher mit Oberflächen wie zum Beispiel unserer Haut in Kontakt kommen und auch an vorher unzugänglichen Stellen Schmutz ablösen, wozu auch die fetthaltige Virushülle zählt. Die geht beim Kontakt mit der Seife kaputt, sie fällt quasi wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wird dann in diese Micellenkugel gepackt und schließlich durch das Wasser von der Hand weggespült. Da unsere Haut aber ziemlich rau und uneben ist, brauchen wir eine ordentliche Menge an Seife, die für längere Zeit einwirken muss. Außerdem muss man viel rubbeln, um sicherzustellen, dass sie überall hinkommt und Schmutz und Viren entfernen kann, also auch an schiefe und krumme Stellen der Hautoberfläche, wo sich die Viren gerne verstecken. Gründlich Händewaschen heißt also nicht die Hände mal kurz unter den Wasserhahn halten, deswegen kommen hier nochmal kurz die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst. Die Hände solltet ihr unter fließendes Wasser halten, die Temperatur ist dabei vollkommen egal. Ihr solltet euch die Hände gründlich einseifen, dass es richtig schäumt, und dabei auch Fingerzwischenräume und Fingernägel nicht vergessen, denn hier sammeln sich die meisten Keime. Das Ganze für mindestens 20 oder besser 30 Sekunden, ihr könnt zum Beispiel zweimal Happy Birthday dazu singen, das kommt einem wirklich länger vor, als man denkt. Dann die Hände gründlich mit dem Wasser abspülen und den Wasserhahn möglichst mit dem Ellbogen schließen, weil ihr sonst dorthin langt, wo eure dreckigen Finger vorher den Wasserhahn aufgedreht haben. Anschließend gründlich abtrocknen mit Einmalhandtüchern oder einem Handtuch, das nur ihr und kein anderer verwendet. Und Achtung bei öffentlichen Toiletten, jetzt auch die Türklinke möglichst nur mit dem Ellbogen oder einem Papierhandtuch öffnen. Im Übrigen, welche Seife ihr dafür hernehmt, ist total egal. Seife ist Seife, da gibt es keine großen Unterschiede. Es gibt ja aber auch noch Handdesinfektionsmittel. Sind die eigentlich besser geeignet als Seife, um die Viren unschädlich zu machen? Desinfektionsmittel ist sogar ein bisschen weniger effektiv als Wasser und Seife. Es ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr Händewaschen nicht durchführen könnt, weil ihr zum Beispiel gerade unterwegs seid. Bei Desinfektionsmitteln solltet ihr darauf achten, dass ihr solche nehmt, die hauptsächlich Alkohol enthalten. Der Alkohol macht ähnlich wie die Seife die Lipidhülle des Virus kaputt und zerstört zusätzlich noch Proteine im Inneren des Virus, macht es also auch unschädlich. Dafür wird allerdings eine ziemlich hohe Konzentration von mindestens 60% benötigt, damit das ausreichend schnell passieren kann. Whisky oder Wodka enthalten beispielsweise nur um die 40% und eignen sich deswegen, good for us, besser zum Trinken und weniger zur Händedesinfektion. Viele Desinfektionsmittel werben damit, antibakteriell zu sein, also sie enthalten dann zum Beispiel Substanzen wie Triclosan. Aber Achtung, das wirkt nicht gegen Viren, sondern tatsächlich nur gegen Bakterien. Übrigens eine kleine Anmerkung, wenn ich hier von Wirksamkeit gegenüber Viren spreche, meine ich momentan immer behüllte Viren, wie zum Beispiel das Coronavirus. Es gibt auch noch unbehüllte Viren, zu denen zählt zum Beispiel das Norovirus, was so einen ganz schlimmen Brechdurchfall auslösen kann und gegen das Alkohol viel weniger wirksam ist. Und auch Desinfektionsmittel muss man in genügend großer Menge benutzen, ungefähr eine Handvoll, sodass die komplette Hand überall benetzt ist, und auch ausreichend lange auftragen, damit es wirkt. Man sagt in der Regel, bis die Hände wieder trocken sind, also in etwa auch 20 Sekunden. Trotzdem ist Händewaschen mit Seife sehr viel effektiver.
Im Gegensatz zum Handdesinfektionsmittel werden hier nämlich die Viren anschließend auch mit dem fließenden Wasser weggespült. Und nicht nur das, man entfernt auch noch groben Schmutz, in dem sich Viren und auch andere Keime wie Bakterien oder Pilzsporen festsetzen können. Übrigens, Hände ständig in Alkohol zu tränken oder auch mit Wasser und Seife zu waschen, ist leider nicht sehr gut für die Haut. Sie wird nach einiger Zeit rissig und spröde, was sie wiederum anfälliger für Krankheitserreger macht, die sich dort leichter festsetzen können. Deswegen sind vielen Desinfektionsmitteln gleichzeitig Pflegelotionen beigesetzt. Der beste Tipp ist aber, ihr solltet eure Hände nicht nur gut waschen, sondern auch regelmäßig eincremen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Ich hoffe, diese Tipps haben euch etwas geholfen und sobald die anderen Videos mit Fragen zum Coronavirus online sind, werde ich die euch auch noch irgendwo hier verlinken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Corona?